Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur 72. Folge von Let's Play Transport Fever. Und diesen wunderschönen Zug. Und hier wird jetzt richtig abgeräumt. Gucken wir mal, was der so produziert hier mit seinen Feldern. Weil der hat schon ein bisschen wieder abgenommen, wie man hier sehen kann. Und jetzt müsste der eigentlich an Potenzial wieder hinzugewinnen. Na, ein bisschen hat er abgenommen hier. Aber wir sind erst im neuen Jahr. Gucken wir mal im späteren Verlauf die Diagramme an. Er fährt voll. Ist trotzdem noch viel da, ne? 122. Das ist krass. Mal gucken, wie weit er braucht, bis er hier hinten ist. Aber noch hat er hier was zum Abliefern. Also noch kann das geholt werden. Und nach Alfhausen geschafft werden. Sind jetzt auch mittelmäßig versorgt mit Lebensmitteln. Da können wir auch noch ein paar Kraftfahrzeuge draufsetzen, meines Erachtens nach. Wo ist denn hier das Straßenfahrzeugdepot? Alle Lebensmittel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, die alle zuweisen. Wo steht denn das hier? LKW Brot Alfhausen. Ist auch schon ein bisschen viel los hier. Ist es eigentlich mit der Brücke hier? Oder dampft es da durch? Ein bisschen schon, ne? Ein bisschen ja schon. Möchte echt mal wissen, wenn die Laternen endlich hier mal Nutzen haben. Ein Tag-Nacht-Zyklus, der wäre wirklich sehr schön. So, haben wir denn jetzt alle Städte oder Ortschaften mit nee, haben wir nicht. Ich habe gerade was gesehen. Nämlich hier Parkstein hat noch keinen Nahverkehr. Hier sind zwar übelst die Gleise dran. Und er wartet auch schon übelst viel. Aber leider noch nicht so viel. Obwohl es auch schon viel ist, ne? Gucken wir mal hier. Zug. Wollte gerade sagen. Hier kommt ein Zug. Das ist der Zug 23, 47. Ja, der kann das ab. Da passen nicht mehr rein. So, jetzt gucken wir doch mal hier nach Haltestellen. Angefangen haben wir auf jeden Fall, weil hier ist eine Bushaltestelle. Früher musste man die ja mal verbinden mit dem Bahnhof. Jetzt klappt das ja über die Weise hier. So, gucken wir doch einfach mal, wenn wir den mal ausschalten, ob hier schon Haltestellen sind. Sind keine Haltestellen. Mal gucken, wie ich die Planung hier vorgehabt habe. Weil ich sehe hier so ein Neubaugebiet. Hier hinten. Wahrscheinlich hier so eine Querlinie durch. Hier wieder zurückgeht. Und einmal hier hinten lang. Und einmal hier hinten lang. Und dann vielleicht hier so oben wieder anschließt. Das kann man ja mal kurz bauen.
Vielleicht baut sich das ja von selbst. Mach das erstmal bis dahin. Und Straße. Bushaltestelle. Wenn wir von hier oben starten, von da. Da eine Haltestelle hinbauen. Und da eine. Hier unten dann rauskommen. Das ist die nächste dann hier. Und da ist dann hier. Hier. Und dann dort oben. Auf der anderen Seite ist da dann hier eine. Hier ist eine. Hier und dann dort oben. Wir können auch noch eine Linie dann hier rumfahren lassen. Die kann dann hier halten. Hier halten. Und hier halten. Das gleiche können wir mit hier drüben auch machen. So eine kleine Kreislinie. Der hält dann da. Machen wir einfach mal. 1, 2, 3, 4. Tun wir mal hier so hin. Zack, zack, zack. Zack. Und Linie 1 geht von da nach da. Nach da. Nach da. Nach da, nach da und nach da. Linie 2 geht von da nach da, nach da, nach da und dann hier rüber. Genau, dann Linie 3. Dann so einmal ein Rundkurs. Geht dann auch hier hinten rum. Und diese geht von hier nach hier, nach hier und nach hier. Okay. Ach, die ist auf der Straßenseite. Das ändern wir mal. Was die 3 ist das hier, ne? Entfernen. Gucken wir nochmal. Bushaltestelle. Zufügen. Jetzt ist korrekt. Wir haben, glaube ich, bei der gelben auch irgendwas falsch gemacht. Hier ist eine Haltestelle und hier die 5 bei der gelben. Haltestelle hinzufügen. Vier, fünf, sechs. Willst du mich verarschen? So klappt's. Alles klar. Ein kleiner Fehler anscheinend der Matrix hier. Wollen wir die Linie mal benennen? Dazu gucke ich mal hier, was das für ein Bus ist. Es ist der Bus 24. 24. So eine Busverknüpfung hier finde ich eigentlich ganz genial. Könnte man auch noch ausfallen, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Mal ganz kurz noch schauen.
Die Karte war so, alle Faust nach unten zeigend. Alles klar. Da gucken wir jetzt so auf den Ort drauf. Und dann tun wir mal anfangen. Bus 2, 4, 1. Oder fängt das mit 0 an? Ne, fängt immer mit 1 an. Hätte ich auch mit 0 anfangen lassen können. Aber nun gut. Parkstein. Dann Bus 242. Das ist Parkstein Ost. Parkstein Ost. Bis jetzt ist es noch Ost, ne? Na, ich lasse es einfach auf Parkstein. Bis auf die blaue Linie. Die nenne ich Zentrum. So, Bus 243. Parkstein. Ich kann das auch so machen. B. A. B. C. Und das ist Bus 244. Parkstein Zentrum. Brauchen wir noch ein Straßenfahrzeugdepot? Das haben wir nämlich noch nicht. Straßenfahrzeugdepot. Hier oben haben gleich welche gebaut. Finde ich super. Dann haben wir mal den Bus hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf Flugzeuge, neues Schiff, eine neue Dampflok, ein Triebwagen, ein LKW und einen neuen Personenwaggon. Alles klar. Gucken wir uns dann mal an. So, jetzt erstmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 und 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Da drauf. Jetzt fahren erstmal übelst viele Kitiere rum. Das ist jetzt aber mal ein ordentliches System hier. Das möchte ich auch in Alfhausen haben, aber erst in der nächsten Folge. Nämlich hier ist mir das noch zu durcheinander. Alfhausen, machen wir es denn? Na gut, machen wir das nächste Folge. Ciao, ciao.